Ja, hallo, hier ist der Peter Eckert von den Different Games und ich möchte euch heute mal eines meiner absoluten Lieblingsspiele vorstellen. Das Spiel heißt Savannah Park, ist von dem Autorenduo Kramer Kiestling und von der Annika Heller, die hat das Ganze illustriert. Ist ein Familienspiel, einfach und tricky für 1 bis 4 Personen, dauert so circa 20 bis 30 Minuten, je nachdem, mit wie vielen Leuten man das spielt. Hier ist es mal aufgebaut, wenn man es mit 4 Leuten spielen würde. Jeder hat seinen eigenen Spielplan und in der Mitte ist eine Zählleiste, die wir im Standardspiel für die Endabrechnung benötigen. Was gibt es hier jetzt zu sehen? Wir haben hier die unten. Jeder hat einen selben Spielplan, auf dem die ganzen unterschiedlichen Tiere einer Savanne leben. Da haben wir die Zebras und Strauße, Giraffen. 6 unterschiedliche Tierarten. Jedes Tier ist insgesamt 11-mal vertreten. Das einfache und spannende Spielprinzip ist, dass jedes Plättchen darf genau einmal verlegt werden. Und wenn ich jetzt sage, ich nehme hier dieses Zebra, dann darf ich das nicht auf selbe Feld legen, sondern muss das auf ein anderes Feld legen, auf dem noch kein Plättchen liegt. Und jedes Plättchen wird genau einmal verlegt. Und wenn ich hier mein Zebra auf ein Grasfeld lege, muss jeder andere auch gucken, wo hat er sein Zebra und legt es auch auf ein Feld seiner Wahl. Wo sehe ich hier das Zebra? Und er legt es vielleicht hier drauf. Und jetzt ist der zweite Spieler dran und sucht sich auch was aus und sagt, oh, ich nehme die beiden Strauße und lege die zum Beispiel hier hin. Und anschließend ist der erste Spieler wieder dran, sucht sich auch 2 Strauße und legt die vielleicht hier hin. So geht das ganze Spiel, bis alle Plättchen umgelegt worden sind. Aber was ist eigentlich das Spannende bei dem Spiel? Natürlich wollen wir am Spielende die meisten Siegpunkte haben. Am Spielende mache ich eine Auswertung und da gibt es für jedes Grasfeld, was man sehen kann, einen Siegpunkt. Besser als nichts, aber nicht viel. Für jeden Baum, der nicht abgedeckt ist, gibt es 3 Punkte. Ist schon ein bisschen mehr, hilft aber auch nicht zum Gewinnen. Denn das Wichtige bei dem Spiel ist, dass man die unterschiedlich oder die Tiere einer Art alle zu einer möglichst großen Herde zusammenbringt. Also wenn ich jetzt diese 2 Zebras nehme und lege die dann hier hin, dann nehme ich den Strauß mit dem Wasser, packe den vielleicht zu den anderen Straußen. Einen anderen Strauß und guck mal, wo habe ich denn jetzt noch besondere Plättchen? Hier habe ich so ein besonderes Plättchen. Da sind alle 6 Tierarten drauf und ich habe auch noch ein Wasserloch. Denn die Wasserlöcher sind besonders wichtig. Wenn ich jetzt hier noch die 3 Zebras hinlege, kann ich auch nur einmal umdrehen. Und wenn ich denn noch das Zebra mit dem Wasser findet, Zebra mit dem, oder dies hier, da ist auch ein Zebra drauf mit einer Wasserstelle. Weil am Ende zähle ich denn die Tiere zusammen, die in einer Herde sind, auch benachbart sind, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Zebras und die werden multipliziert mit der Anzahl der Wasserstellen. Auch 8 mal 2 wären schon 16 Punkte. Im besten Fall kann ich alle 11 Tiere von jeder Tierart, gibt es 11 Stück, zusammenbringen und dann kriege ich 33 Punkte, weil ich dann 3 Wasserstellen habe, mal 11 Tiere. Das ist das Optimum. Das Problem ist, dass ich nicht so einfach, wie ich das jetzt gemacht habe, die immer so nehmen kann, wie ich will, sondern der Mitspieler guckt auch, was er am liebsten nehmen würde und woanders hinlegen möchte. Und der möchte jetzt vielleicht das Zebra mit der Wasserstelle versetzen. Und ich habe hier noch gar keinen Platz dafür. Wenn das jetzt so wäre, dann könnte ich halt nirgends, ist kein freies Plätzchen, wo ich das mein Zebra mit der Wasserstelle hinlegen könnte. Und dann muss ich das irgendwo anders hinlegen, wo es mir nicht hilft. Und so ist das Besondere bei dem Spiel. Zu Anfang denkt man, ach, das ist ein schönes Solitärspiel.
weil ich konzentriere mich auf meinen Plan, um den optimal zu gestalten. Später, wenn ich das Spiel besser kenne, dann gucke ich auch, welche Tiere können die anderen gerade im Moment gar nicht gebrauchen, weil die nichts frei haben. Denn es kommt noch eine andere Schwierigkeit hinzu. Wir haben halt die Bäume und Gräser, wenn ich die abdecke, reduziere ich meine Punkte. Noch schlimmer ist, wenn ich hier an diesen Gefahrenplättchen, wir haben kleine, mittlere und große Feuer. Und wenn ich an dem kleinen Feuer mit einer Flamme Tierplättchen liegen habe, wo nur ein Tier drauf ist, dann werden die verscheucht und die zählen für mich keine Punkte mehr. Wenn am Zweierfeuer ein Zweierplättchen liegen würde, dies hier meinetwegen jetzt umgelegt wäre, dann kommt das auch weg. Und beim Dreierplättchen würden halt auch alle drei Tiere entfernt und sogar noch der Multiplikator. Insofern muss ich sehr genau aufpassen, welche Plättchen ich wann lege. Und je weniger Mitspieler, desto weniger Ärger bereiten sie mir. Aber das Schöne ist natürlich auch, wenn ich zwei, drei Mitspieler habe, die ich wiederum schön ärgern kann, dann macht mir das natürlich ganz besonders viel Spaß. Und am Ende kommt halt die Wertung. Da gucke ich, ich entferne erstmal die Plättchen, die ein, zwei oder drei Flammen haben. Dann zähle ich die Gräser, dann kommen die Bäume und jede Tierart wird einzeln gewertet. Immer die höchste Anzahl Tiere multipliziert mit der Anzahl der Wasserfelder. Und damit gucke ich halt, wie viele Punkte ich kriegen kann. Und wer am Spielende die meisten Siegpunkte hat, der hat gewonnen. Das ist jetzt das Standardspiel. Man kann das Ganze noch pfiffiger machen. Wenn man das Spiel besser kann, kann man noch mit dem Löwen spielen. Dann kriege ich jedes Mal, wenn ich da ein Tierplättchen drauflege, kriege ich so viele Punkte, wie Tiere auf dem Plättchen sind. Damit kann ich mehr Punkte machen, lasse mich aber auch leichter zu verleiten, Plättchen dahin zu legen, wo mir hinterher einfällt, ach, da wollte ich die ja gar nicht hinhaben. Das macht es halt mehr tricky. Ich kann das auch, wenn ich es mit Kindern spiele, kann ich es einfacher spielen. Ich kann das Multiplizieren weglassen. Auf der Rückseite kann ich auch die Feuer weglassen. Ich kann die umstrukturieren, wenn ich mal diesen Standardspielplan satt bin. Ich kann das halt alleine spielen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Es bietet viel Spaß für die unterschiedlichsten Varianten, die ich damit ausprobieren möchte. Ja, das ist eine kurze Zusammenfassung der Spielidee von dem Savannah Park. Pegasus-Spiele. Wir machen Spaß. www.pegasus.de